Ganz nebenbei, wir haben heute mal ein anderes Thema, Wiederholung aus den anderen Klassen. Es geht heute um Flächen. Flächen heißt, wenn ich viereckige Flächen habe, die alle, ich habe es jetzt aus Faulheit mit der gleichen Höhe mal hingemalt, dann konnte ich früher sagen, die Fläche A wie Area ist A Quadrat und A mal B. Ich mache es mir einfacher. Ich sage nicht A Quadrat und A mal B, sondern ich sage Grundseite und Höhe dazu. Grundseite und Höhe dazu. Grundseite und Höhe dazu. Grundseite, Deckseite und Höhe dazu. Ich habe hier oben auch Deckseiten. Und ich kann grundsätzlich die gleiche Flächenformel anwenden. Ich kann diese hier fürs Trapez, nämlich Grundseite plus Deckseite durch 2, das ist der Durchschnitt zwischen beiden Seiten, mal Höhe, genauso hier anwenden. Das wäre aber, ich sage gerne, Schmuck am Nachthemd, weil Grundseite und Deckseite gleich sind. Und wenn ich die beide addiere und durch 2 teile, komme ich sowieso wieder auf Grundseite. Ja, Moment mal, auf dem Schulhof ist gerade Alarm. Genauso, das gleiche Prinzip kann ich wie folgt anwenden. Wenn ich mir sage, nehmen wir mal an, wir machen Praktikum, wir stehen irgendwo im Ladengeschäft und da ist eine Palette voller Kartons angekommen. Ich spinne jetzt mal Kartons, alles einzelne Kartons und schwupp, 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 alles so gestapelt. So, dann kann ich doch wieder Rückschlüsse ziehen. Wenn ich hier einzelne Kartons also drauf habe, ne, dann kann ich sagen, das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kartons, 1, 2, 3 Kartons auf dieser Seite hier. Hier 5 Kartons. Und hier zähle ich ab. 1, 2, 3, 4 Kartons. Dann wäre ich ja nicht so blöde, wenn mich der Lagerleiter fragt, du kannst mal schnell sagen, wie viele Kartons da sind. Da ich sage, kleinen Moment, ich räume die alle einzeln ab und zähle sie durch. Da wäre ich ja bescheuert. Ich sage, nö, das sind 5 mal 3, kleinen Moment, Chef, sind 15 mal 4 sind 60 Kartons, Chef. Gut, sagt der Chef. Dankeschön, das war's schon. Wenn ich mir jetzt aber diese Fläche hier angucke, hier diese, die Deckfläche, jetzt sind wir bei der Deckfläche, dann kann ich vermuten, dass, wenn mich das Auslieferungslager nicht betrogen hat, dass die gleiche Deckfläche als Grundfläche nochmal da ist. Also kann ich hier folgende Volumenformel ableiten, nämlich V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Das meine ich damit. Wenn das so ist, wie gesagt, wenn Grund- und Deckfläche parallel zueinander sind, das ist natürlich noch wichtig, parallel und gleich groß, dann kann ich diese Formel hier ableiten. Wenn jetzt einer gegen den Stapel stößt, jetzt möchte ich mache mal ganz kurz Pause. Wenn also jemand gegen den Stapel gegengerumpelt ist, aber der noch einigermaßen aufeinander steht, dann ist die Deckfläche gleich geblieben und die Grundfläche, die liegt hier unten auch noch irgendwo drin rum. Das funktioniert auch noch. Und der Stapel hat sich von der Höhe her nicht verändert. Ich kann mir das auch vorstellen mit einem Stapel Spielkarten oder einem Stapel Bierdeckel oder sonst was. Ob ich die schräg hinlege oder ich nehme einen Stapel Bücher oder sonst was, es ändert sich an den Büchern nichts. Dann kann ich diese gleiche Formel auch auf einen schrägen Körper anwenden. Das hat damals Cavalieri erkannt. Der Satz des Cavalieri sagt also, wenn Grund- und Deckfläche gleich sind, Grund- und Deckfläche gleich sind, dann kann ich die gleiche Körperberechnungsformel anwenden, als wenn ich einen schicken Stapel, einen rechtwinklig dastehenden Stapel hätte. Hauptsache, ich messe die Körperhöhe senkrecht zur Grund- bzw. Deckfläche. Erweitern wir diesen ganzen Begriff noch um Folgendes. Das gleiche gilt für diesen Umstand. Jetzt gehe ich mal auf das Thema Bierdeckel. Wenn ich Bierdeckel schön übereinander stapel, in eurem Alter nehmt ihr keine Bierdeckel, sondern wahrscheinlich andere, dann habe ich hier wieder eine Grundfläche, hier eine Deckfläche. Wenn die schön liegen, sind die parallel zueinander. Also kann ich die gleiche Volumenberechnungsformel wieder anwenden. Grundfläche mal Körperhöhe. Hier ist die Körperhöhe. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, wenn ich so ein Ding hier habe, ich habe meinen ganzen Stapel total verschoben hingelegt, dass er mir gerade noch nicht umfällt, dann ist auch hier wieder Grund- und Deckfläche genauso geblieben und die Höhe hat sich vom Stapel nicht verändert. Ich muss natürlich immer die Höhe senkrecht zur Grundfläche oder Deckfläche messen. Dann gilt die gleiche Formel, Satz des Cavalieri. Wie also die Grund- oder Deckfläche aussieht, ist egal. Mit anderen Worten, ein Volumen kann ich ausrechnen, indem ich ganz einfach bloß sage, mit irgendwelchen geometrischen Methoden und Formeln errechne ich eine Grundfläche. Wenn ich weiß, dass die Deckfläche gleich ist, lasse ich es. Errechne ich die Grundfläche
und nehme dann bloß noch mal Körperhöhe und bin fertig. Auf einen Schlag. Fertig. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Und da werden wir dann später drauf kommen. Und zwar, die Kleinigkeit besteht darin, nehmen wir doch mal an, ich bleibe jetzt mal bei einer runden Grundfläche. Und ich habe einen Kegel. Dann kann man sich bestimmt vorstellen, dass, wenn es ein Zylinder gewesen wäre, hier ein Haufen fehlt, aber richtig viel fehlt. Und wenn hier richtig viel fehlt, ergibt sich eine neue Formel. Also wenn das spitz zuläuft, Körperhöhe wieder, alles in Ordnung, es stimmt wieder, Grundfläche drin, V ist, jetzt habe ich Platz gelassen, G mal Körperhöhe, Grundfläche mal Körperhöhe, aber weil so viel fehlt, muss ich alles nur mal ein Drittel nehmen. Das war's bis dahin. Gibt's Fragen?